Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Thema Eiweiß, Proteine. Ihr könnt im Buch auf Seite 324 schon mal aufblättern und so ein bisschen mitlesen, was ich so aufschreibe. Wir beginnen mit ein paar Zahlen und Fakten, dann schauen wir uns an, wo Eiweiße drin sind, in welchen Nahrungsmitteln. Und dann gucken wir, was uns sonst noch so einfällt. Also, Überschrift: Proteine. Eiweiße, wie gesagt, das eine auch schlau, das andere mehr umgangssprachlich. 1 Gramm Protein hat ungefähr 4 Kilokalorien. Wir brauchen, je nachdem, wie viel Sport wir treiben, in welchem Alter wir uns befinden, ältere Menschen brauchen tendenziell eher mehr Protein, weil sie es schlechter aufnehmen. Ich sag mal, alles zwischen 1 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wäre, glaube ich, ganz stabil. Ungefähr 1 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn ihr 70 Kilo wiegt, 70 Gramm bis 140 Gramm, wer mehr Sport treibt, vor allem Kraftsport, der kann da durchaus auch noch ein bisschen eher Richtung 2, 2,5 Gramm. Eiweiß macht uns satt, deshalb ist es auch gut, wer ein bisschen Gewicht reduzieren möchte. Einfach das Eiweiß hochhalten, eher die Kohlenhydrate runter. Warum? Kohlenhydrate, kommt im nächsten Video, sind nicht lebensnotwendig. Der Körper kann ohne Kohlenhydrate überleben, auch wenn es uns als Deutsche immer schwerfällt, das zu glauben mit unserem Brot. Aber es ist so, ohne Eiweiß kann der Körper nicht überleben. Es gibt einmal tierische und tierische, vor allem natürlich Fleisch, Fisch, Eier, Milch und alles, was daraus hergestellt wird. Pflanzliche, vor allem Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, solche Geschichten und natürlich unser geliebter Tofu, also die Sojabohne und alles, was aus der Sojabohne gemacht wird, also Tofu, Tempeh, was auch immer. Mittlerweile gibt es ja auch im Aldi, Lidl und überall diese pflanzlichen Quellen, als Burger, als Würste, als was weiß ich was. Manchmal werden die auch aus Pilzen hergestellt. Es gibt durchaus auch Gemüsesorten, wie zum Beispiel Brokkoli, die relativ viel Eiweiß im Verhältnis haben zu anderen Gemüsesorten. Da lohnt sich es auch einfach mal im Internet zu googeln, wenn das einen interessiert. Gibt man ein Eiweißgehalt, Tabelle, Gemüse und dann kommen da so Tabellen und dann kann man das alles nachlesen. Woraus bestehen Eiweiße bestehen aus Aminosäuren. Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren und von den 20 sind 8 essentiell. 8 heißt, die kann der Körper nicht selber herstellen. Bei den anderen ist so, wenn er eine aufnimmt, dann kann er die irgendwie umbauen und zu einer anderen Aminosäure machen. Bei diesen 8 geht das nicht, die muss man über die Nahrung aufnehmen. Das sind zum Beispiel Isoleucin, Leucin und Valin, Tryptophan, kommen noch ein paar dazu, müsst ihr nicht auswendig lernen. Keine Sorge, relaxed. Aminosäure, wer das Carbonsäuren-Video oder die Carbonsäuren-Videos noch nicht geschaut hat, der könnte das an dieser Stelle tun, weil dann werdet ihr nämlich feststellen, Carbonsäuren haben ja immer diese COOH, diese Carboxylgruppe. Und zusätzlich haben die Aminosäuren, jetzt hat noch eine Aminogruppe, eine NH2. Warum schreibe ich H2N? Weil das N, der Stickstoff, die Verbindungsstelle zu dem C ist und nicht das H. Manchmal schreiben die so andersrum, alles gut. Dann haben die immer noch ein H und dann kommt hier ein Rest, wie auch immer dieser Rest aussehen mag. Manchmal ist da Schwefel drin, vor allem bei Eiklar ist es so, deshalb soll man Eier ja auch nicht mit einem Silberlöffel essen, weil sonst verlaufen die anderen und werden schwarz, dann schimpft die Mama. Und Proteine, also Eiweiße, sind dann wie so lange Ketten dieser einzelnen Aminosäuren, die aneinander geheftet sind. Wie werden die aneinander geheftet? Das können wir uns kurz anschauen. Also wir haben hier diese eine Aminosäure und ich mache jetzt mit Absicht, schreibe ich da Rest 1, weil es mir wurscht egal ist, welche das ist. COOH1.
Plus, jetzt kommt die nächste Aminosäure. Es kann natürlich auch die gleiche Aminosäure sein, dass da zweimal die gleiche hintereinander verknüpft ist. Auch wieder CH. Wir schreiben jetzt aber einfach mal Rest 2, COOH. Und jetzt seht ihr, H2O fliegt raus. Es ist eine Kondensationsreaktion, die kennt ihr von den Estern. Alkohol und Säure reagieren unter Wasserabspaltung zu einem Ester und hier reagieren zwei Aminosäuren unter Abspaltung von Wasser zu einem. Und jetzt schreibt man den Rest einfach genau so ab. Jetzt müssen wir einmal kurz aufpassen. Jetzt geht es weiter. C, Doppelbindung O, das ist alles rausgeflogen. Also geht es mit N, H weiter, C, H, Rest 2, C, O, O, H. Und das ist quasi die Peptidbindung. Und wenn ich das mit ganz, ganz vielen hintereinander weg mache, habe ich ein langes Protein. Und ihr seht, hier ist ein Ende, wo wieder die nächste COOH anknüpfen kann. Hier ist ein Ende, wo wieder die nächste NH2 anknüpfen kann. Und so wird das Protein immer länger. Und ich würde mal sagen, fürs Erste reicht es. Wie gesagt, 324, 325 könnt ihr euch nochmal aufschreiben. Unterm Strich, was müssen wir wissen? Proteine bestehen aus Aminosäuren. So werden sie miteinander verknüpft. Sie sind wichtig für Muskulatur, Haut, Nägel, Haare, einfach für unser generelles Wohlbefinden. Hormone, ganz, ganz wichtig. Unser Körper funktioniert einfach nicht ohne. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer genug Protein essen.